NFTs ist natürlich ein sehr, gibt es noch nicht so lange. Ja? Und natürlich, seitdem jetzt dann irgendwelche Comicfiguren da versteigert werden um Unmengen von Summen und so weiter und so fort, die im Internet aufgetaucht sind, haben wir gedacht, okay, was ist denn das für ein Wahnsinn jetzt? Ja? Wobei wurde immer wieder damit konfrontiert, Leute haben mich angesprochen, warum machst du nicht mit NFTs? Und ich sage, weil ich keine Ahnung davon habe und weil ich eigentlich, so wie ich das bis jetzt irgendwie, was für mich durchgekommen ist, für mich überhaupt keinen Sinn macht und ich das eigentlich extrem dämlich finde. Das war bis jetzt. Ja. Und okay, es wurden Millionen Dinge verdient damit, aber mir geht es ja nicht in meiner Kunst, dass ich Geld verdiene, Gott sei Dank geht es mir gut. Ich kann es mir leisten, dass ich einfach die Dinge mache, zu denen ich stehe und nicht nur, weil ich Geld damit verdienen kann, möglicherweise. Und so wurden immer wieder Projekte herangetragen, auch Leute haben mich angerufen und gesagt, oh, könnte man nicht was und sollte man nicht und so weiter und so fort am NFT-Markt, bis dann eben, und dann habe ich den Stefan kennengelernt, der eben dieses Artsies gegründet hat und wo die Idee war eben, dass man qualitativ hochwertige und nachhaltige digitale Kunst als NFT macht und da habe ich gedacht, okay, das finde ich wieder cool, das ist jetzt nicht irgendein komisches Comic-Figürchen irgendwie, das schlecht aufgelöst im Internet herumsaust, für das bin ich zu haben. Und dann haben wir das mal angehört und haben gedacht, gut, und dann haben wir halt dieses gemeinsame Projekt entwickelt und haben gesagt, gut, die Grundlage sind Originale von mir, die wir aber gemeinsam aussuchen für dieses Projekt. Und dann wird halt mit verschiedensten Dingen, von denen ich keine Ahnung habe, wie, wie künstliche Intelligenz und sonstigen Dinge, werden dann Dinge generiert, von denen ich eigentlich nichts weiß. Darum sollte anstatt an diesem Thema jemand anders hier sitzen. Ich glaube nicht, dass sich der traditionelle Kunstmarkt durch NFTs verändern wird. Ich glaube, das ist einfach nur eine Erweiterung und die Galerien und die ganzen Museen sehen einfach eine Chance, dass sie natürlich wieder Geld verdienen, weil denen, und das geht es denen meistens, sage ich jetzt einmal. Und sie sehen einfach, dass, so wie es ein Instagram oder so wie es Facebook gegeben hat, das sind einfach Dinge. Am Anfang schaut man die mal an und sagt, oh, was braucht man, das ist alles blöd. Nach einer gewissen Zeit einfach denkt man sich, okay, könnte man benutzen und irgendwann wird es einfach Standard. Und vielleicht wird es mit dem NFT-Markt genauso, dass man sagt, es gibt die traditionelle Kunst. Jetzt ist das halt in den Kinderschuhen, da passiert halt irrsinnig viel Wahnsinn. Ja? Aber ich glaube, je mehr es einfach ordentliche Projekte geben wird, desto seriöser und desto nachhaltiger wird diese ganze Geschichte werden und desto mehr wird es auch dann in dem traditionellen Kunstmarkt und generell in der Kunstwelt einfach immer seriöser angesehen werden. Also ich glaube, diese ganze Geschichte mit Token, Blockchains und wie das alles heißt, ja, das ist ein cooles System. Was ich cool finde, dass es absolut transparent ist, weil eigentlich jede Art von Kuratoren dabei ausgeschlossen werden, momentan eigentlich, was ich ja cool finde, weil, wie gesagt, die können ja nicht malen und haben meistens für mich gesagt jetzt nicht so die unglaubliche Ahnung, die betreiben eigentlich nur Lobbyismus und das wird eigentlich fast ausgeschlossen in dem NFT-Segment, würde ich ja mal sagen. Ob das jetzt den Kunstmarkt beeinflussen wird, das kann ich mir nicht wirklich vorstellen. Wenn, dann wird da meines Erachtens eine Parallelwelt geschaffen, zum Kunstmarkt, aber die in irgendeiner Form trotzdem immer mehr verbunden werden wird. Ja?